Einen wunderschönen guten Tag. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr eure Ubuntu-Verschlüsselung einrichten könnt. In diesem Video geht es hauptsächlich darum, dass wir ein Linux-System direkt installieren, ein Ubuntu installieren, bei dem wir direkt die Festplatte verschlüsseln können. Das hat zumal den Vorteil, dass unser Ubuntu-System noch mal ein bisschen sicherer ist. Und wir haben auch noch den Vorteil, dass man auch nicht mit einem Live-System so einfach auf eure Daten zugreifen kann. Denn ich habe ja in einem Video schon gezeigt, wie man das normale Ubuntu-Passwort umgehen kann. Das Ganze ist relativ einfach zu machen und das Ubuntu-Passwort schützt an sich auch nur vor Zugriff, wenn sich der Angreifer nicht mit Linux auskennt. Dieses Passwort hingegen ist sehr viel sicherer. Da müsste man schon ein bisschen mehr tun, um das auszuhebeln, da das Ganze natürlich die Festplatte verschlüsselt. Ja, das heißt, ich zeige euch jetzt, wie man ein Ubuntu installiert. Das ist der ganz normale Weg. Allerdings mit einem kleinen Umweg, der an sich aber sehr einfach gehalten wird. Ja, in diesem Video bin ich schon im Bootmenü, das heißt, ihr müsst euch ein Ubuntu runterladen. Link findet ihr in der Beschreibung, da kommt ihr direkt zur Download-Seite von Ubuntu und dann müsst ihr das Ganze noch auf einen USB-Stick oder auf eine DVD brennen. Ja, dann legt ihr das Ganze in euren Rechner ein oder steckt ihn rein und dann geht ihr ins Bootmenü. Das ist je nach Hersteller des Rechners anders. Bei mir ist es hier die Escape-Taste, aber es ist oftmals auch die F12 oder F11-Taste. Ja. Da ich das Ganze hier von CD starten möchte, beziehungsweise DVD starten möchte, gehe ich natürlich auf mein Laufwerk. Wenn ihr das Ganze mit dem USB-Stick macht, müsst ihr das natürlich euren USB-Stick auswählen. Dann fährt das Ganze ein bisschen hoch, dann müssen wir ein bisschen warten. So, und schon haben wir hier unser Auswahlmenü. Da haben wir hier noch Englisch drin stehen, das wollen wir nicht haben. Wir gehen weiter drüber, da haben wir Deutsch. Und dann können wir hier Ubuntu ausprobieren oder installieren wählen. Und das Ganze ist relativ egal, was wir auswählen. Wir können auch erst Ubuntu ausprobieren, dann haben wir das Ganze das Live-System hier und können Ubuntu im Nachhinein installieren. Das machen wir jetzt auch, damit wir die Bildschirmauflösung ein bisschen höher stellen können. Ihr könnt aber auch direkt auf Ubuntu installieren klicken. Ich stelle jetzt die Bildschirmauflösung ein bisschen höher ein, damit das Video besser zu betrachten ist. So lasse ich es laufen und gehe jetzt auf mein Ubuntu installieren. So. Gehen wir hier auf Weiter und dann sehen wir hier, wir brauchen mindestens 6,9 GB Festplattenspeicher und Internet ist beides da. Dann klicken wir auf Aktualisierung während der Installation herunterladen und Software von Drittanbietern installieren, damit wir auch MP3 und sowas hören können. Brauchen wir auch nicht zwangsläufig, aber ist von Vorteil. So. Festplatte löschen und Ubuntu installieren. Das ist ganz richtig, da wird alles entfernt. Also sichert eure Daten vorher, ganz wichtig. Und dann steht hier die neue Ubuntu-Installation zur Sicherheit verschlüsseln. Klicken wir an. Dann sehen wir auch, dass der untere Haken gesetzt wird. Das können wir nicht abstellen, das soll auch nicht abgestellt werden. Das heißt, beides soll angeklickt bleiben. Und dann klicken wir auf Jetzt installieren. Und jetzt kommt dieser kleine Umweg, von dem ich geredet habe. Jetzt müssen wir hier zwischendurch noch einen neuen Sicherheitsschlüssel eingeben. Ich gebe euch den Tipp, nehmt ein sicheres Passwort. Ich nehme hier jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das hilft euch im Ernstfall auch nicht weiter, auch wenn hier ausreichendes Passwort steht. Das Passwort ist nie und nimmer ausreichend. Nehmt irgendwas, am besten 14 Stellen, Zahlen und Buchstaben und Sonderzeichen und so ein Kram. Ne, Sonderzeichen gehen, glaube ich, nicht bei Lux. Bin ich mir jetzt aber nicht sicher. Nehmt ein sicheres Passwort. Obwohl Sonderzeichen gehen doch. Genau, geht. Jetzt ist auch ein gutes Passwort. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hashtag ist kein gutes Passwort, kommt man auch schnell drauf. Aber ich bleibe jetzt bei 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Nehmt irgendwas anderes, nehmt Zahlen, Buchstaben, Sonderzeichen, geht alles. Wir können auch noch zur Sicherheit den freien Plattenplatz überschreiben. Dauert ein bisschen länger die Installation. Mache ich jetzt einfach mal. So, dann wird das Ganze gemacht. Das dauert jetzt ein bisschen. Die beste Verschlüsselung nützt euch nichts, wenn das Passwort einfach zu schwach ist und wir mit jedem einfachen Brute-Force-Angriff dahinter kommen oder mit einem Wörterbuchangriff. So, gehen wir weiter. Ab jetzt läuft die Installation normal weiter. Jetzt müssen wir noch ein Passwort für unseren Benutzer auswählen. So. Ist jetzt auch 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich kann euch nicht empfehlen, zweimal das gleiche Passwort zu benutzen. Also für die Verschlüsselung der Festplatte ein Passwort und für den Benutzer dasselbe Passwort zu nehmen. Dann ist das nochmal eine kleine Hürde mehr. Falls der Angreifer das eine Passwort kennt. So, und das Ganze dauert jetzt ein paar Minuten. Das Ganze funktioniert natürlich nicht nur unter Ubuntu, sondern auch unter anderen Distributionen, Linux Mint zum Beispiel. Da könnt ihr ja mal gucken. So, die Installation ist soweit abgeschlossen. Jetzt können wir den Rechner einmal neu starten und es ausprobieren. Es dauert natürlich ein bisschen. So, und jetzt müssen wir mal das Passwort eingeben. Ich gebe jetzt mal ein falsches Passwort ein. Das klappt nicht. Jetzt gebe ich das richtige Passwort ein. Und das klappt. Der große Vorteil von so Verschlüsselung ist natürlich, dass wir mobile Geräte so schützen können, dass wenn sie geklaut werden, dass die Daten trotzdem sicher sind. Oder falls ihr ja mal Angst vor einer Hausdurchsuchung habt, weil ihr irgendwas verbrochen habt, dann müsst ihr das Passwort zur Entschlüsselung eurer Daten auch nicht preisgeben. Zur eigenen Überführung muss man nicht mitwirken und die Polizei darf euch auch nicht in Beugehaft nehmen, bis ihr das Passwort rausrückt. Da müssen sie also schon selbst hinterkommen. Das ist natürlich nun ein Extremfall. Ich gehe mal davon aus, dass ihr nichts zu verbergen habt. So. So, und schon sind wir im System drin. Wir können ja mal reingucken, was unsere Laufwerke ansagen. Aber erstmal stelle ich die Bildschirmauflösung wieder ein bisschen höher. So, damit es ein bisschen besser für euch aussieht. So. Jetzt gehen wir einmal auf unsere Laufwerke. Dann sehen wir hier unsere Partition. Hier ist ja so ein Schloss, das auf ist, das heißt, wir haben es aufgekriegt. Gut. Da können wir die Passphrase ändern. Nur so als Beispiel, falls euch das Passwort nicht so sicher war, können wir das hier ändern. So, und jetzt nochmal als Beispiel, dass wir so diesen Wiederherstellungsmodus nicht benutzen können, um das Passwort zu ändern. Dann drücken wir mal STRG B. Ich meine jetzt so, wie ich das im Video gezeigt habe. Ups, jetzt habe ich den Rechner nicht anständig neu gestartet. Jetzt komme ich nicht da rein. Nochmal so. So, jetzt sind wir hier in diesem Modus. Gehen wir auf erweiterte Optionen für Ubuntu und jetzt den Wiederherstellungsmodus.
dass wir vielleicht da irgendwie auf unsere Daten zugreifen können, dass wir uns da irgendwie reinmogeln können. Nein, funktioniert auch nicht. Denn ihr seht hier oben, dass er euer Passwort auch wieder verlangt. Gebe ich mal was Falsches ein. Nein, das muss auch richtig sein. Denn wenn es richtig ist, funktioniert das Ganze auch wieder. Und dann kommen wir auch in den Wiederherstellungsmodus. Das heißt, wenn jemand euer Passwort kennt für die Verschlüsselung eurer Festplatte, aber nicht das Passwort für den Benutzer, kann man so auch auf euer System zugreifen. Das heißt, es ist wirklich wichtig, ein gutes Passwort zu nehmen für eure Festplatte, was auch natürlich kein anderer sehen darf. Und jetzt nochmal ein anderes Beispiel. Wir gehen als Live-System rein. Dazu muss ich mal meine CD wieder einlegen. Ist eingelegt. Und starte auch den Rechner mal neu. Damit wir auch mal gucken können, ob man vielleicht per Live-System darauf zugreifen kann. Das wären so die einfachsten Sachen, womit sich vielleicht jeder Nutzer mal beschäftigen würde, um euch die Daten zu klauen. Schon sind wir hier im Live-System drin. Das übliche Bildschirmauflösung. Zack, zack. Und jetzt schauen wir mal in unseren Nautilus rein, was der so sagt. Das hier ist unsere Festplatte auch. Das ist eine andere Partition, wo das Wichtigste drauf liegt. Was man braucht, um, naja, das System hochfahren zu können. Das ist ganz wichtig. Das wird immer unverschlüsselt abgelegt. Aber da sind eure Daten ja nicht drauf. Jetzt gehen wir mal hier. Das ist die Festplatte mit unserem verschlüsselten Kram. Und auch hier müssen wir das Passwort eingeben. Beispiel was Falsches. Klappt nicht. Jetzt geben wir mal das Richtige ein. Hier können wir übrigens auch nochmal gucken, einstellen, ob wir das für immer behalten wollen oder das direkt wieder vergessen wollen oder einfach nur bis zum Ende der Sitzung. Kam zwar gerade eine Fehlermeldung, hat aber geklappt. Ja, wunderbar, das richtige Passwort an uns Zugriff gegeben. Das können wir auch hier unsere Daten benutzen. So, das wäre es dann auch erstmal für das Video. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Das Ganze war auch eher so an Einsteiger gerichtet. Fortgeschrittene wissen das meistens schon, aber alle Anfang ist schwer. Ich hoffe, ich konnte euch helfen und wünsche euch viel Spaß mit eurem sicheren Ubuntu Linux, wenn ihr das Passwort sicher genommen habt. Und tschüss, bis zum nächsten Mal. Halt, stopp, eine Sache habe ich noch. Ich habe letztens eine PayPal-Spende erhalten. Da wollte ich mich noch für bedanken, bevor ich es vergesse. Da sage ich danke für den Spender. Ich habe jetzt keine Informationen weiter vom Spender bekommen. Ich habe dem Spender oder der Spenderin eine E-Mail geschrieben, auf die ich leider keine Antwort gekriegt habe, bezüglich, ob sie denn im Video genannt werden will. Darum sage ich jetzt erst einmal nicht. Die Spenderin oder der Spender, der weiß jetzt bestimmt, dass ich von ihm rede. Der kann mir natürlich noch einen Kommentar setzen oder mir irgendwie schreiben oder mal auf der von PayPal angegebenen E-Mail-Adresse mal schauen, weil da habe ich ja eine E-Mail-Adresse bekommen, als ich die Spende erhalten habe. Da habe ich mal hingeschrieben. Könntest ja mal reingucken. Und wenn du denn noch namentlich genannt werden willst, dann mache ich das auch. Wie gesagt, wer mir spendet, kann sich Videowünsche wünschen, auf die ich natürlich keine Garantie gebe, dass ich die wirklich mache. Dass ich muss es ja auch gut können. Es bringt ja nichts, etwas zu zeigen, was ich nicht gut kann. Aber auch namentlich genannt werden ist möglich. Dann werde ich mal vorbeigucken und zum Beispiel ein Video nehmen und das meinen Zuschauern empfehlen oder je nachdem, wie ihr euch das wünscht. Also vielen Dank für eure Spende, für deine Spende, für andere, die spenden möchten. Link in der Beschreibung. So, und das wäre es dann auch wirklich. Tschüss, bis zum nächsten Mal.